Leute, willkommen zurück zum Rome Total War Let's Play mit den Galliern. Ich muss erstmal gucken, was wir so letzte Runde gemacht haben. Und ja, ich habe nämlich lange auch nicht mehr aufgenommen und muss mich erstmal wieder reinfinden. Ich sehe, dass wir mit einer großen Armee Aretium belagern. Das Impartavitum, die öffentliche Ordnung nicht ganz so gut ist, aber wir bauen schon den Tempel dagegen. Ja. Massilia belagern wir. Das hält noch zwei Runden aus. Lumono, alles okay, unsere Flotte. Wir haben schon Rebellen vor Alesia. Ja. Und Numantia. Oh, steht die erste spanische Armee. Nicht gut, nicht gut, Freunde. Würde ich sagen, dass wir. General! Auf jeden Fall unsere Armee raus. General! Also stellt sich vor ihm auf. Vorwärts! Dann ziehen wir die Steinschleuder noch mit zu. Schließe mich der Armee an. Und die Kaff. Ja. Vorwärts. Jetzt ist die öffentliche Ordnung nicht mehr so gut. Jetzt kriegen wir an Söldner. Ach, nur spanische Söldner, die sind unwichtig. Die brauchen wir nicht. Nur mancher ist nächste Runde die Versammlungshalle fertig. Brauchst du mir hier nochmal eine Einheit bauen? Und dann würde ich sagen, falls er uns angreift, werden wir sehen. Nächste Runde unseren Diplomaten habe ich vergessen, den wir nach Griechenland ziehen. Ein paar Tavitum. Oh, Leute. Der Senat kommt schon. Ja, da müssen wir uns natürlich zurückziehen. Damit habe ich jetzt schon gerechnet irgendwann. Oh, Leute. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht sehr, sehr schlecht aus. Oh, das werden wir verlieren. Ja. Ja, wir wollen so viel Schaden wie möglich machen. Und ja. Sehen wir. Wie gut wir sind. Ja. Aber ich habe, glaube ich, nicht so große Hoffnung da drin, dass wir die Schlacht gewinnen. Wir versuchen so viel Schaden wie möglich zu machen. Also mit der habe ich erst später gerechnet, mit dieser mit Senat, mit dieser Armee, aber ja. Ich meine, früher oder später hätten wir sowieso gegen die angreifen müssen, aber wir haben jetzt nur so manche Kriegsmann dabei, wenn wir jetzt schon Schwertkämpfe hätten. Eine bessere Chance auf jeden Fall. Was mein Ziel auch ist, so schnell wie möglich Bogenschützen zu haben, denn haben wir weil die gallischen Bogenschützen. Ist der Feind. Ihr müsst sagen, ob ich die Generalansprache mit anhören wollt oder ob ich sie wegmachen soll. Ich mach sie jetzt mal weg. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr sie hören wollt oder nicht. So, er greift. Und ja, dann würde ich sagen, dass wir uns im Wald verschanzen, denn hier bekommen wir auch noch Waldbonus. Haben wir hier so ein Stück Wald? Nein. Okay. So, unsere Kriegsbande stellen wir vorne ran. Aber, was der meint ihr? Nee, Hinterhand. Sehen, ne? Werden unsere Kavallerie an die Flanke stellen? Damit, ja, wir werden sehen, was er mit seinen Dings macht. Was wir auch vielleicht versuchen sollten, er hat ja vier Generäle dabei, die vier auszulöschen, dann hat er nämlich noch einen, das seinen Seitenanführer und er verreckt relativ schnell. Denn wer der Senat, sobald sein Seitenanführer tot ist, wer Rom, glaube ich, eine Rebellenstadt. Nicht alles täuscht, wenn kein General mehr dort ist. Und auf jeden Fall gegen was wir vorgehen sollten, ist als erstes der General. Gegen die müssen. Falls
der Prinkelps noch mal? Oder hat der. Ja, ja, doch. Prinkelps Tassad. Hat er auch Prinkelps noch mal? Marschiert! Ja! Tassad. Hier hat er. Prinkelps. Sowie. Das Tassad. Hier hat er aber Prinkelps. Das Tassad. Oh, sogar Triarien. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute, Leute, Leute. Kommt er gleich mit seinem General auf uns zu? Ja, wir haben sogar noch den Vorteil. Jetzt kommt er mit seinem. Für Elitias, die wir so eigentlich relativ aufreiben können, aber ich glaube, er kommt da mit seinen Triarien. Ja, beeilt euch, ich glaube. Ja, sein General ist tot, sein General ist tot. Sein General, da ziehen wir uns auf jeden Fall zurück. Ziehst du dich zurück? Ja, so, sind wir wieder weiter von den Dings weg. So, stellt euch wieder auf. Zwar. Doch, bitte. So, jetzt flieht er. Wir kommen. Ich weiß nicht, verstehen, was wir hier. Was haben wir nochmal? Ja, komm. Unser barbarischen Kavallerie rein. Um ihm noch ein paar Verluste zusetzen zu können. Denn ein Velitas macht sich schon bemerkbar. Komm, 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 komm. Das sind die Kampfhelden. Fliehen auf, das ist gut, das ist sehr gut. So, mit unserem Kaffee rumgehen. Hat er uns. Unser Kaffee. Jetzt. Tastati, jetzt brauchen wir halt diese Kampf auf dieser Seite. Den dürfen wir auf keinen Fall verlieren. Der dort. Oh, die Fall ist relativ schlau. Wollt ihr sie auch stoppen? Sandwich sozusagen. Oh, was macht ihr? Nein, 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 das ist nicht gut. Könnt ihr euch verstecken? Versteckt ihr euch? Könnt ihr euch schaffen? Sofort da unser General ist da hinten. So. Oh, da konnten die Prinzeps uns umgehen. Nicht gut, nicht gut, gut. So, jetzt reiten wir mit unserer Kavallerie rein. Nein, schafft ihr das nicht. Ich ziehe den der Kavallerie sollten wir in den Rücken fallen. Was mit dem? Er nicht, doch er flieht endlich. General, zieh dich sofort zurück. Zieh dich zurück. Greif dir dann mal an. Und diese Kavallerie steht da nur hier rum. Statt jetzt mal an den Rücken zu fallen, die jetzt natürlich auch flieht. Warum flieht unsere Kriegsbande schon? Kann man sich jetzt sagen.
Massenpanik, das schaffen wir nicht. Ja, wir haben verloren. Wir greifen nochmal mit unseren Mobilitäts an. Versuchen die Mobilität. Greift den russischen General mal an, bitte. Ja, da fliegt alles. Wir haben die Schlacht verloren. Ich hoffe, wir haben ihm einige Schäden zufügen können. Aber Leute, das ist die erste Niederlage. Muss aber auch sagen, die KI hatte mal wieder relativ viel Bewegungspunkte. Muss man hier mal wieder dazu sagen. Seid ihr hier gleich mal so viel an. Unser General darf auf keinen Fall sterben. Ja, unser General darf nicht sterben. Zieh dich weg. Komm schon, ja, lauf direkt zur Kavallerie. Ja, er hat überlebt, das ist gut. Wir haben nicht so viel Schaden gemacht, wie ich es mir erhofft hätte. Ja, Leute. Wir sollten uns nach dem Krieg schließt Bündnis, das griechische Sprichwort, ja. Wir sollten uns dann mit den gegen die Römer schon holen. Das heißt mit den Griechen und mit den Karthagen. Jetzt sollten unsere Armee nach Mediolanum zurückziehen zum Fortbilden. Morgen kämpfen wir weiter. Und ja. Es geht nicht weiter. Gucken, was die Runde noch so bringt. Die Spanier spionieren uns aus. Greifen sie uns an. Ich denke, dass wir den Spaniern auch bald den Krieg erklären müssen. Rundenbericht machen wir, ja, wir machen Geld, das ist gut. Eigentlich ist eine Seite, wir haben zwei Vollfähigkeiten. Der ist nicht so gut. So, Bauern könnten wir mal fortbilden. Belenos, sei du besser? Ja, du bist schon besser. Gut. Baubericht. Alesia, haben wir den Schrein des Teutates? Ich sagen, dass wir dort den Markt rekrutieren. Damit wir Geld bekommen. Und Spione. Patavitum hat den Schrein des Jesus. Du kannst mir dann hier auch mal schon mal die Versammlungshalle bauen. Nur mancher hat die Versammlungshalle. Brauchst du mir da mal Straßen? Warum wir da immer noch keine Gebäude haben? Tulano und mit den Händler und damit haben wir unser Geld auch schon verballert. Beziehungsbericht ist egal. Diplomatische Informationen, die Römer sind jetzt mit uns im Krieg. Aber ja, wir rekrutieren schon. General! Ziehen unsere Armee zurück. Fortbilden, ja. Wir haben kein Geld mehr. Ich sage, dass du mir den Händler hier weglässt, denn dadurch hier ein bisschen Geld rein. Oh, schon wieder kein Geld. Ja. Wir müssen weiterziehen. So, Fortbild. Jetzt haben wir. Können nicht mal uns mal eine Einheit bauen. 150, oder? Okay. Wir haben kein Geld mehr. Das ist schlecht. Richtig schlecht. Deshalb müssen wir unsere Infrastruktur aufbauen. Und hier ist mir wieder die Bauern. Diplomat, gehst mir jetzt mal zu den Briten und holst mir da Handelsrecht, damit wir noch Geld reinholen. Ja, Meister. Ja, danke. Es geht nicht weiter. So, die Spanier haben uns jetzt nicht angegriffen. Würde ich sagen, dass wir den Spanier, sollten den Spanier jetzt nicht Krieg erklären. Ich denke nicht, wir werden weiter da vorne stehen bleiben vor der Stadt. Wir nehmen noch die Plänkle-Kriegsbande mit. Sehen wir dann, was er dabei hat. Ja, nur Plänkle und zwei Einheiten Kraft. Deswegen wird er uns höchstwahrscheinlich nicht angreifen.
Ja, sage ich nächste Runde, weil wir eh nicht mehr viel machen können. Im Diplomaten habe ich viel vergessen. Die Gäste haben wir jetzt ausspioniert und wir sehen, da hat er nur seinen Zeitanführer. Wir haben auch schon eine riesige Abellenarmee sich. Abellenarmee bei Patavitum stehen, sehe ich gerade. Also solange diese Nazarmee da hockt, werden wir nicht gewinnen. Ohne Schwertkämpfer können wir sie nicht angreifen. Spanier spionieren uns wieder aus. Kriegen wir ihn vielleicht auch? So, die Spanier kommen jetzt mit ihrem Diplomat. Bieten uns Handelsrichter an. Können wir wenigstens noch ein bisschen Geld mit den Spaniern machen. Und wir verkaufen K2. 400 Denare, habt ihr das Geld? Denn das Geld brauchen wir auf jeden Fall. Ja, sie haben das Geld, schön, 400 Denare mehr für diese Runde. Wichtig, denn das Geld brauchen wir. So, wir haben Massilia eingenommen. Wir nehmen den jetzt mal an. Und wir können jetzt zur Zeit jeden General bauen. Siedlung besetzen, Massilia bräuchten Geld, aber... Ja, wir radieren sie aus. Nicht nur wegen des Geldes, sondern die Stadt wächst auch unheimlich schnell. Damit wir auch alles hier drin gebaut bekommen, möchte ich, dass du mir erstmal einen Steuersatz und Schreine Athene reißt du mir ab. Jesus, baust du mir hier. So, Bau abgeschlossen und Mantia hat die Straßen fertig. Mantia, wir haben ja noch kein weiteres neuen Hafen. Heiliger Hain des Jesus, baust du mir hier. So, Rekrutierungsbericht ist egal. Diplomatische Information. Die griechischen Städte sind jetzt im Krieg mit den Römern. Der Stand ist weglos. Rundenbericht. Machen wir Geld. Wir machen nicht ganz so viel Geld. Okay, wir sollten uns jetzt mit den Griechen auf der Stelle verbinden. Als Druckmittel gegen die Römer. Kann ich etwas tun? Sofort. Ich kann nicht weiter. Ja. Unsere Armee ist ja jetzt fortgebildet. Ich würde mich auch gern auf eine Brückenschlacht begrenzen. Stellen uns erstmal auf der Brücke hin, falls Römer kommen möchten. Unsere Armee ist jetzt wieder fertig, voll. Zumindest die Einheiten haben wir fortbilden können. Brauchst du mir hier sofort Schwertkämpfer? Sparen wir vielleicht knapp mal so 662 Denare. General! Ja! Daher, dass wir zwei Kaffellon haben, die wir nicht fortbilden können. Häuptling. Und jetzt nach Patavito schicken werden. Befehle? General! Euch nicht. Euch. Häuptling. Euch. Ja. Und euch. Befehle. Ziehen wir jetzt auf die Brücke. Falls er angreifen tut. Sondern schnimmst du mir die barbarische Kaff. Ah, wir kommen aber auch nicht an den Rebellen so vorbei, wa? Eigentlich würden sie es schaffen. Vorwärts! Marschieren! Können wir auch am Fluss vorbei? Unmöglich. Ja, dann stellen wir uns. Was hat er denn da drin? Er wird uns nächste Runde höchstwahrscheinlich angreifen. Kriegsbande, nackte Fanatiker, wir bräuchten, aber. Gut.
Wir sehen. Nächste Runde. Oder ich sage erstmal, ich werde diesen Part an dieser Stelle beenden. Und sage ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal.